In der Leitstelle der Feuerwehr Magdeburg gab es am Donnerstag einen Extra-Alarm. Auch hier sprangen die Systeme um 11 Uhr zum bundesweiten Warntag an. Gute Gelegenheit, um in der Leitstelle nachzufragen, wie diese derzeit aufgestellt ist. Also die Leitstelle ist auf einem guten Weg. Wir haben auch gerade jetzt ganz viel Geld wieder investiert in die technische Ausstattung und Hardware. Und haben da, glaube ich, fast 2 Millionen jetzt investiert. Die Technik ist super redundant ausgeführt. Das heißt, wir sind unwahrscheinlich ausfallsicher geworden, haben da sehr viel Geld in die Hand genommen und können damit entsprechend jetzt in der Leitstelle oder auch auf der Wache Nord haben wir eine Ersatzreserveleitstelle gebaut und können damit ein super redundantes System aufbauen, was auch gegen Stromausfall oder entsprechend auch unsere Notrufe kommt zweifach an. Eine kommt an Nord, eine kommt hier auf der Wache Mitte an. Also da haben wir ein super System gefunden, wie wir da zukünftig fast, ja, muss man sagen, fast nicht mehr ausfallbar sind. Doch wo drückt der Schuh? Also ich glaube, das größte Problem, was eine Leitstelle auch in der Zukunft hat, ist das Personal. Personal ist immer schwer zu finden. Es wird eine entsprechende Qualifikation gefordert, medizinisch, aus dem Bereich Feuerwehr, Katastrophenschutz. Aber wir machen auch jede Menge andere Dinge, die einfach zum Stadtgeschehen mit dazugehören. Wir müssen den Computer auch sicher bedienen können. Und dementsprechend ist geeignetes Personal zu finden die größte Herausforderung, auch weil wir eben 24/7 arbeiten, das heißt rund um die Uhr und ist nachts genauso klingelt wie am Tage. Dementsprechend ja, ist es schwer, Personal zu finden. Doch die Tage des bisherigen Standorts sind gezählt. Wie geht es mit der Leitstelle weiter? Also erstmal möchte ich beruhigen, auch wenn das Gebäude von außen nicht sonderlich attraktiv wird, befinden wir uns hier in einer voll einsatzfähigen und auch technisch auf dem neuesten Stand befindlichen Einsatzleitstelle. Nichtsdestotrotz haben wir das Problem, das Personal für die Leitstelle zu besetzen und arbeiten deswegen mit den Landkreisen Börde und Salzlandkreis an einer gemeinsamen integrierten Leitstelle. Wir haben vereinbart, die Personalkosten für die Planung dieser Leitstelle in 3 Teile, also jeweils 1/3 zu teilen und suchen momentan einen Standort für die integrierte Leitstelle. Der Standort in der Peter-Paul-Straße geht leider nicht, da das Hochwassergebiet ist. Höchstwahrscheinlich werden wir auf eine der beiden neuen Wachen der Berufsfeuerwehr dann die neue Leitstelle für diese 2 Landkreise und die kreisfreie Stadt installieren. Ich hoffe, dass das bis zum Ende des Jahrzehnts gelingt. Ein anderer Punkt für die Alarmierung in Magdeburg ist der Ausbau des Netzes an Sirenen. Also wir haben insgesamt 11 Sirenen mittlerweile im Stadtgebiet und arbeiten daran, in den nächsten Jahren diese Infrastruktur stückweise zu erweitern, sodass in Mittelfrist das komplette Stadtgebiet mit Sirenen abgedeckt ist.